Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Empörungsfraktionen von links und rechts außen haben mit ihren Darstellungen und Äußerungen und den Anträgen ein Weltbild aufgemacht und die Fakten so zurechtgebogen, bis es dann da reinpasst. Das kann man vieles nicht so stehen lassen. Vieles hat sich auch bereits selbst entlarvt. Hört man auf die einen, dann ist das Saarland dem Untergang geweiht, und folgt man den anderen, dann werden hier Shows und Aktionismus inszeniert, entweder um die Sicherheitslage zu schönen oder zu dramatisieren, je nachdem, wie Sie es brauchen. Ich kann Ihnen versichern, nichts davon ist der Fall. Und Herr Müller, Sie haben eben mit Wilhelm Busch aufgemacht. Ich darf Ihnen mit Wilhelm Busch antworten, und es geht auch für Herrn Lander mit. Ach, die Welt ist so geräumig, hat er gesagt, und der Kopf so beschränkt. Auch daran hat uns Ihr Vortrag eben erinnert. Richtig ist aber sicherlich auch, wenn in einer Regierung die Fachminister mit Werf für ihr Ressort kämpfen. Und wenn ein Finanzminister das Geld, im Übrigen ist das Geld das Tischtuch, das hier verschiedentlich schon erwähnt worden ist, wenn der Finanzminister also das Geld zusammenhält und der Ministerpräsident vermittelt und ausgleicht, dann funktioniert diese Regierung so, wie sie soll. Ugo Tognazzi, ich weiß nicht, ob Sie diesen wunderbaren Schauspieler erinnern, der hat es mal so ausgedrückt: In einer Koalition bestätigt man seine Treue durch Seitensprünge von begrenztem Radius. So viel zum Zitat. Der hat mitgespielt im Cage aux Folles, Hauptrolle, im Käfig voller Narren. Und genau in diesem... Genau, wir sind kulturell auf hohem Niveau unterwegs. Genau in diesen Käfig voller Narren geriete man, wenn man unserer Opposition folgen würde. Aber wir lassen uns eben nicht zum Narren halten. Schließlich haben wir Koalitionsvereinbarungen. Die sind für uns handlungsleitend, sowohl in der Bildungs- als auch in der Sicherheitspolitik. Und deshalb sehen Sie mich gelassen. Fakt ist nämlich, Alex Funk hat es eben schon erwähnt, für die Freiwilligen und für die gebundenen Ganztagsschulen ist Wahlfreiheit vereinbart. Dabei ist im ländlichen Raum das deutlich flexiblere freiwillige System auch deutlich stärker nachgefragt. Das weiß ich, ich komme aus der Region. Fakt ist aber auch, dass Lehrkräfte im Unterricht wichtiger sind als in der Betreuung. Das ist so. Aber man kann nun keinem Elternteil vermitteln, dass Kräfte Lehrer in der freiwilligen Betreuung abgezogen werden, wenn sie im gebundenen Ganztag etwa beim Mittagessen mit dabei sind. Und aus all diesen Gründen war hier eine Korrektur dringend notwendig, und es war wichtig, hier ein Signal der Entspannung zu senden, sowohl an die Schulen, an die Eltern, aber auch an die Träger. Und deshalb danke ich insbesondere unserem Ministerpräsidenten Tobias Hans, dass er hier für eine gute Lösung gesorgt hat. Im Übrigen darf das Parlament gerade in der aktuellen Personalsituation von allen Ministerien, wie ich finde, erwarten, dass sie die zur Verfügung gestellten Stellen auch sehr effizient bewirtschaften. Dazu zählt etwa, dass man prüft, wo hochbezahlte, voll ausgebildete Fachkräfte eventuell mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, welche auch genauso gut von tariflichen Assistenzkräften erledigt werden können. Und das ist genau das, was die Polizei getan hat. Sie hat diese organisatorischen Möglichkeiten voll ausgereizt, sie hat sich umorganisiert, sie hat sich neu strukturiert, sie hat Assistenzsysteme in vertretbarem Umfang eingeführt und sie hat Aufgaben umfänglich neu verteilt. Für diese Leistung, das ist eine Leistung der Fachabteilung, es ist eine Leistung des Landespolizeipräsidiums, aber auch jeder einzelnen betroffenen Beamtinnen und Beamten gehört der saarländischen Polizei unser Dank und gehört der saarländischen Polizei unsere Anerkennung. Und die notwendige Wende in der Entwicklung der Stellen,
die konnten wir ja nicht früher einleiten, denn sonst hätten wir die 260 Millionen Euro jährlich riskiert, aus denen nicht zuletzt auch erhebliche Ausstattung unserer Polizei neu geregelt werden konnte, wo die Polizei mit Sachmitteln und mit Tarifpersonal profitiert hat, dann nochmal in den 7 Sicherheitspaketen zusammengefasst. Da wurden jeweils die Haushaltsmittel abgeschöpft, Wünschen und Notwendigkeiten im Rahmen dessen nachgekommen, was im Haushalt möglich war. Und dazu gehören zu Recht auch Videokameras und Bodycams, auch wenn das Ihnen nicht in den Kram passt, Herr Lander. Aber jetzt war es allerhöchste Eisenbahn für das Signal. Es geht auch personell wieder aufwärts. Der Personalabbau hat ein Ende und wir stellen schnellstmöglich zusätzliche Fachkräfte bereit. Und wenn es nur einer Bestätigung bedurft hätte, wie stark die Belastung unserer Vollzugsbeamten ist, dann hat die Stellungnahme des Polizeiarztes, die hier verschiedentlich erwähnt wurde, die geliefert. Wir wissen aber auch, dass das in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes vergleichbar ist. In der Polizei beginnen wir also bereits in diesem Oktober damit, die insgesamt 100 Beamtinnen mehr auszubilden, die dann ab 2024 die Organisation der Polizei stärken werden. Und ich bin auch froh, dass jetzt im Innenausschuss nochmal deutlich geworden ist, dass über diese Anpassungen ab dem Stellenplan 21 hinaus auch Lebensarbeitszeitverlängerungen ein Modell sind, das wir attraktiver machen müssen und dass wir geeignete Fachkräfte für den IT-Bereich finden müssen. Wir erleben ja zunehmend, dass Kriminalität sich ins Internet verlagert. Man spricht inzwischen von 20% der Straftaten, die im Internet geplant und durchgeführt werden. Das ist ein Faktum, dem wir uns stellen müssen und das trifft auch viele Bereiche. Wir haben es gespürt, das trifft auch die Wirtschaft und das trifft auch den sozialen Bereich. Verbrechen werden organisiert und grenzüberschreitend organisiert. Extremismus und Respektlosigkeit steigen und hierauf muss unsere Polizei reagieren können. Dabei bleibt die oberste Erwartung unserer Bevölkerung, aber die sichtbare Präsenz von Polizeibeamten in Uniform. Wie man angesichts dessen dann, Herr Lander, auf die Idee verfallen kann, die Schwerpunkteinsätze in der Saarbrücker City zu diskreditieren, das verstehe wer will. 41 Kontrolltage, das war gezielt an Orten mit gehäuften Delikten. Das hat genau dem entsprochen, was die Landeshauptstadt gefordert hat. Es ist das, was die Geschäftswelt, was unsere Bevölkerung erwartet und es war das, was unsere Polizei in der personellen Enge leisten konnte. Und dann kommen Sie. Und wenn man dann als innenpolitischer Sprecher sich vom Landespolizeipräsidenten, und das ist Norbert Rupp, das war eine Unverschämtheit, was Sie da eben geäußert haben, wenn der Landespolizeipräsident mitsamt seiner Organisation und mitsamt seinem Stellvertreter, die sind sich da nämlich ziemlich einig, Sie als Dummschwätzer bezeichnen, dann hat man es echt gepackt. Dann hat man schwarz auf weiß, wie meilenweit man mit seinen Ideen von der Realität entfernt ist. Also echt Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Und Frau Spaniol, auch Ihr heutiger Antrag macht das nicht besser. Das, was Sie hier Konzept nennen, zeigt nur, dass Sie nichts verstanden haben. Da steht drin, Sie würden auf einen Abbau von Polizeistellen verzichten. Ja, verzichten. Verzichten heißt, Sie verbieten jetzt, Leute in Ruhestand zu schicken. Das, was man erreichen will, das muss man Jahre vorher anlegen. Und das genau hat Minister Bouillon, das hat diese Koalition getan, und zwar sehr kontinuierlich. Wir haben die Anwärter seit 2012, die Anwärterzahlen immer noch mal erhöht, über 100, 120, jetzt 129, im nächsten Jahr 150, 140, 130. Das wirkt alles in 3 bis 4 Jahren. Und das ist doch so schwer nicht zu verstehen. Insofern die Behauptung hier zu verzichten, das kann ja wohl kein Konzept sein und von sprunghaftem Aktionismus ist nichts zu erkennen. Das ist ein kontinuierliches Kümmern im Rahmen allem, was dieser Haushalt erlaubt hat. Und genau das ist jetzt auch wieder geschehen. Dafür herzlichen Dank. Auch nicht ganz überraschend, die AfD wärmt ihre Messerstecher-Theorie nochmal auf. Wie lauten die häufigsten Vornamen der Messerstecher? Nein, nicht Mohammed und auch nicht Yusuf. Michael und Daniel, was müssen Sie enttäuscht gewesen sein, Herr Müller?
Ich kann nur sagen, völlig falscher Ansatz. Merken Sie sich einfach, wir wollen, dass niemand bei uns mit einem Messer rumläuft, egal welcher Nationalität. Dazu hat Klaus Bouillon die Möglichkeit eröffnet, Waffenverbotszonen einzurichten. Das sind Lösungen, das ist konkretes Handeln, das unsere Bevölkerung schützt, nicht ihr xenophobes Spiel mit der Angst und auch nicht ihre perfide Balla-Balla-Argumentation. Was soll das sein in Ihrem Antrag? Sie schreiben von einer erheblichen Zahl von Vorfällen, ausgehend von Gruppen junger Männer, in der Regel mit Migrationshintergrund. Diffuser und einseitiger geht es ja wohl kaum. Fakt ist, auch noch mal jüngst in einer Veröffentlichung des Bundeskriminalamtes zusammengefasst, die Beteiligung von Migranten an Straftaten liegt bundesweit im Schnitt bei ca. 10%. Bei einzelnen Deliktsgruppen, zum Beispiel Rauschgiftkriminalität oder organisierter Kriminalität, variiert das durchaus Richtung 20%. Hier sind Maßnahmen erforderlich, keine Frage, passgenaue Maßnahmen, dringend erforderlich, aber nicht Ihr pauschales Wischiwaschi. Ebenso sträflich finde ich es dann übrigens, Straftaten künstlich hochzupuschen, wenn sie lediglich Einzelfälle darstellen oder schon mit besserer Planung und Kommunikation hätten in den Griff zu kriegen sein. Und so sehe ich die Situation in Saarlouis. So wurde uns das auch im Ausschuss geschildert vom stellvertretenden Polizeipräsidenten. Und da war keine Rede von geordnetem Rückzug. Die Beamtinnen und Beamten, das wurde ganz ausdrücklich gesagt, sind zum Anlegen ihrer Schutzausrüstung die 5 Minuten zur PI gegangen und waren stantepede wieder zurück am Ort des Geschehens, nur hatte sich das da auch schon wieder aufgelöst. Also da muss man auch schon dann die Informationen nehmen, wie sie genannt wurden, und dann auch damit umgehen. Meine Damen und Herren, das heißt, wir müssen die richtigen Ziele verfolgen, aber nicht mit den falschen Argumenten. Wer schützt uns also vor Populisten von rechts und links? Ich sage, ein kluger Faktencheck. Etwa die Aufklärungsquote. Die ist permanent gestiegen in den letzten Jahren und auch wieder in diesem Jahr konnten wir mehr Verbrechen aufklären, anteilig von denen, die in der PKS vermerkt sind. Oder die Resteliste, von denen Hugo Müller berichtet hat, das sind die unbearbeiteten Fälle. Auch diese konnten in den letzten Jahren gegen null geschrumpft werden. Das alles sind auch nur Indizien, aber sie sind Indizien für eine funktionstüchtige Sicherheitsarchitektur. Und nicht zuletzt und ganz besonders braucht es unbeirrte und beherzte Politikerinnen und Politiker, die nicht nur reden, sondern umsichtig handeln. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fordere Sie alle auf, seien Sie Teil der Lösung und nicht des Problems. Die Sicherheit in unserem Land verdient redliche Aufmerksamkeit und Sorge, und dann können wir auch künftig ruhig schlafen. Vielen Dank.